Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 21 mit dem FC Bayern München. So, heute geht's weiter in der Bundesliga, und zwar stehen noch 3 Spieltage in der Hinrunde an. Wir schauen mal ganz kurz auf den Kalender. Also, heute gegen Hertha BSC Berlin, danach gegen Werder Bremen und dann noch zum Hinrundenabschluss Eintracht Frankfurt, und ja, und dann geht's schon rein in die Winterpause. Gut, also heute gegen Hertha. Wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle. Wir konnten uns ja die letzten Spiele echt gut machen und haben 3 Punkte Vorsprung mittlerweile vor dem BVB. 15. Spieltag, 14 Spiele ungeschlagen, die Bayern. Also eine starke Bilanz. Und ja, unser heutiger Gegner steht auf Platz 12. Mal schauen, wie es wird. Gut, dann schauen wir rein ins Spiel. Also, die Aufsteller bei den Teams. Bei Hertha BSC Berlin vorne Piatek neben Cordoba, Junior dahinter, Aouar, Kampel und Löwen machen dann das Mittelfeld komplett. So, hinten haben sie Alaba, Tah, Savic und Sakho und im Tor Schwolloff. So, auf der anderen Seite bei den Bayern Neymar, Lewandowski, Müller und Gnabry. Mittelfeld mit Goretzka und Kimmich und die Abwehr mit Alphonso Davies, Niklas Süle, Hernandez und Mukiele und im Tor natürlich Manuel Neuer. So, das also die Aufstellung der beiden Teams, und dann, ja, würde ich sagen, quatschen nicht viel drum herum und schauen direkt mal rein ins Spiel. Und ja, das war natürlich auch ein skurriler Wechsel. Im Spiel hat der BSC Berlin uns Alaba abgekauft. Ich bin immer noch gespannt, wo er in Wirklichkeit hingeht. Es ist immer noch nicht bekannt, wo er hinwechseln wird. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wo Alaba landen wird in Wirklichkeit, weil die Bayern wird er ja verlassen. Ich bin gespannt, wo er hingeht. Gut, so, jetzt kommen auf jeden Fall beide Teams schon mal rein, der FC Bayern München und Hertha BSC Berlin. Und wir freuen uns auf ein tolles Spiel. Und klar, die Bayern sind momentan sehr gut drauf. Immer noch ungeschlagen, 14 Spiele in der Bundesliga. Aber wir erinnern uns an den letzten Champions League-Spieltag. Das letzte Spiel gegen die SSC Neapel, das haben sie 3:1 verloren. Gut, man muss dazu sagen, die waren nicht hundertprozentig auf dem Platz. Die waren eh schon sehr weit, die Bayern. Dennoch, das war eine Niederlage. So, da sind wir auch schon Alaba, und jetzt haben wir genug gequatscht. Jetzt geht's los. Anstoß für Hertha BSC Berlin, und damit läuft der 15. Spieltag. Und eins ist klar, die Bayern wollen natürlich auch heute die 3 Punkte mitnehmen und kommen direkt schon mal nach vorne über Müller. Ah, schade. Da wird ihm direkt der Ball abgenommen. Also direkt mal ein stürmischer Beginn hier. Und klar, Hertha BSC Berlin, 3er wäre natürlich für die sehr, sehr wichtig, um da unten mal rauszukommen aus der zweiten Tabellenhälfte. So, Süle hier im Zweikampf. Nicht sicher. Aufs zweite Mal holt er sich dann den Ball und bringt den Ball jetzt zu Neymar. So, und der ist natürlich blitzschnell. Und der ist auch schon weg. Sakho, da muss er sich beeilen, dass er da hinterherkommt. Macht er aber gut. Der Verteidiger, aber Neymar macht das sehr gut. Aber jetzt muss er abdrehen. Und die Beine jetzt über die andere Seite. Und da kommt leider Müller nicht ran. Und wieder in die andere Richtung. Also, 10 Minuten fast gespielt. Es geht munter hin und her. Gibt hier kein taktisches Hin- und Herschieben. Nee, beide Teams gehen direkt in die Vollen. Und wollen hier mal prompt das 1:0 erzielen. So, Mukiele stark gemacht. Holt sich ja die Kugel. So, Müller, da startet Gnabry. Guter Pass. Lewandowski ging da ein bisschen hinterher. So, was macht jetzt Gnabry? Will in die Mitte rein. Gnabry. Ah, und dann verliert er den Ball. Also, nennenswerten Torabschluss haben wir noch keinen gesehen, aber beide Teams, die geben sich schon die Breitseite heute, die volle. Und das ist stark von Müller, hält den Ball im Spiel, richtig gut gemacht. Nächste Chance für die Bayern deutet sich direkt an. Und jetzt Lewandowski mal im 16. Lewandowski, oh, hart angegangen, trotzdem bringt er noch den Ball weiter. So, außen jetzt Gnabry, der hat die Chance! Boah, erster Tickerschuss der Bayern. Schwolloff ist aber zur Stelle gewesen, aber die Bayern bleiben direkt dran und machen jetzt hier Powerplay. Und dann will Lewandowski den Ball da durchstecken, bleibt aber hängen. So, und nochmal Lewandowski, was macht er jetzt raus? Berlin steht hinten kompakt. Trotzdem die Bayern immer noch in Nähe des 16ers. Neymar zu Müller. Neymar zieht in die Mitte rein. Da geht Lewandowski, den sieht er auch. Lewandowski legt nochmal ab und da kommt keiner. Schade. Puh, ordentliches Tempo hier drin im Spiel. Im Berliner Olympiastadion. Die Bayern geben richtig Gas und bleiben hier direkt wieder dran. So, da ist Goretzka. Warum Lewandowski uns jetzt da entgegengelaufen ist, weiß ich nicht. So, nächste Chance. Ja, Müller verliert diesmal den Ball. Wollte er noch zu Gnabry spielen, aber gelingt ihm nicht. Und das ist wieder Hertha BSC Berlin. Über Aua. So, weiter geht's zu Piatek. Desi Cordoba. Jetzt müssen die beiden hinten ein bisschen aufpassen. Oh, das sieht Süle nicht gut aus. Und Kimmich mit einem Pass, der fast ganz schön nach hinten losgegangen wäre. So, und die Bayern schon wieder. Müller.
So, und jetzt mal die Chance. Da startet Lewandowski und das sieht Müller und der Verteidiger sieht es auch und fängt diesen Pass ab. Sonst wäre Lewandowski da durch gewesen. So. Also bis jetzt spielen hier die Bayern unglaublich offensiv. Hätte man so vor dem Spiel gar nicht erwartet, dass sie hier so einen Druck von Beginn an machen. So, jetzt mal ein Pass zu Goretzka. Der kommt aber nicht hin. Versucht es mit der Grätsche noch. Erwischt dann den Spieler. Schiedsrichter sagt, Vorteil läuft, aber schon längst vorbei wieder. Und die Bayern sofort wieder am Drücker. Also große Torchancen hat die Bayern erst eine. Aber sie machen halt ein echt pressing-starkes Spiel. Das muss man so sagen. So, Kimmich, Gnabry, Mukiele. Im 16er Mukiele. Flanke ist gut. Komm, Junge, mach den. Jawohl. Und die Bayern führen. Und irgendwann musste es doch passieren. 40. Minute. Und es ist Leon Goretzka, der dann am zweiten Pfosten viel zu frei steht. Und das Ding hier reinmacht. Schön gemacht von Mukiele. Und dann, ich glaube, dass den Ball leitet sogar ein Berliner weiter. Und dann ist es Goretzka. Ja, da bekommt er den Fuß aber ordentlich hoch. Und macht hier das 1:0 für die Bayern. Aber das war eine sehr temporeiche erste Halbzeit. 5. Tor von Goretzka bereits in dieser Bundesliga. Es ist auf 40. Minute. Die Bayern führen mit 1:0. Und Goretzka hat auch noch gelb gesehen, weil er vor ein paar Minuten da ein Gegenspieler ein bisschen unsanft zu Boden gebeten hat. So, Kimmich, Foulspiel. Freistoß für die Hertha. So, die hatten ehrlich gesagt bis jetzt von diesem Spiel noch nicht so viel. Die Berliner. Die Bayern hier mit extrem hohem Druck im Spiel drin. So, und da ist Neymar. Und der sucht natürlich Lewandowski. So, der finde ich. Und jetzt bin ich gespannt. Robert Lewandowski gegen Löwen. Lewandowski hat schon ein bisschen Power verloren. Lewandowski macht ihn trotzdem. Und da sieht die Berliner Verteidigung halt wieder nicht gut aus. 2:0 die Bayern. Kurz vor der Halbzeitpause mit dem Doppelschlag. Und es ist mal wieder Lewandowski. Der Verteidiger kommt da einfach nicht ran. Hier sieht man das Löwen, der zieht da und zieht, aber da kommt er nicht ran. Ich verstehe nicht, warum er sich dann zurückfallen lässt. Ist ihm die Kraft ausgegangen? Kann sein. Und die Bayern führen mit 2:0. Und wenn wir uns die erste Halbzeit mal anschauen, dann sind wir ehrlich, das ist schon verdient. So, Lewandowski sein 15. Tor im 15. Saisonspiel in der Bundesliga. Und es ist Halbzeit hier. Also ein bisschen durchatmen. Das war eine heftige erste Halbzeit. Berlin ist unter die Räder gekommen vom Spiel her. Vom Ergebnis, ja, wären sie fast mit dem 0:0 in die Pause gegangen, wenn da nicht Goretzka und Lewandowski noch kurz vor der Halbzeitpause mal einen Doppelpack machen. Ja, ordentliches Spiel. Wie gesagt, Hertha BSC Berlin, das hätte auch schon schlimmer ausgehen können. Die haben gut verteidigt. Die Bayern mit extrem hohem Druck heute. Und so, das andere Spiel, Leipzig führt gegen Mainz. So, Fitness sieht nur relativ brauchbar aus. Da ist jemand direkt weiter mit der zweiten Halbzeit. Die geht jetzt los, der Top-Torschütze Lewandowski stößt an. Und damit geht es weiter, die zweite Halbzeit läuft zwischen den Bayern und Hertha BSC Berlin. Und jetzt natürlich frei. Gehen die Bayern auch in der zweiten Halbzeit so ein hohes Tempo? Das war ja schon, ja, dass die Bayern so stürmisch ins Spiel reingehen, das erlebt man ganz selten. So, aber jetzt die nächste Chance, da ist Kimmich, legt nochmal ab zu Lewandowski. Boah, und Schwolloff. Und Schwolloff ist dran. Gut gesehen und dann Lewandowski mit links, kraftvoll. Aber Schwolloff hält ihn sicher. So, Kimmich mit dem anschließenden Eckball, kommt gut rein, kommt sehr gut rein. Und den muss Lewandowski reinmachen. Und den muss er einfach reinmachen. Dann drückt er ihn zu Boden und dann geht er über die Latte. Dicke Chance. Ganz, ganz dicke Chance für die Bayern zum 3:0. Das liegt hier wirklich jetzt langsam schon in Luft. Wir spielen noch nicht lange in der zweiten Halbzeit. Aber die Bayern machen hier weiter Dampf. Mukiele behauptet sich hier erstmal. Bekommt jetzt aber keine Anspielstation. Mukiele. Aha, und dann kommt der Fehlpass. So, Müller im Zweikampf. Jetzt David Alaba gegen seine Ex-Kollegen. Also es hat mich echt gewundert, dass er... Oh, und den könnte eigentlich Müller abfangen mit ein bisschen Glück. Schafft er nicht. So, Savic. Weiter geht zu Löwen. Pass geht nach vorne zu Cordoba. So, Alphonso Davies und Süle hinterher gegen Cordoba. Pass geht gut in die Mitte durch. Das ist der Anschlusstreffer.
Ja, das ist einfach gespielt, muss man so sagen. 58. Minute, Berlin mit dem ersten Torschuss und mit dem Anschlusstreffer aus dem Nichts, wenn wir ehrlich sind. Wirklich aus dem Nichts. Alphonso Davies hat das eigentlich gut im Griff und dann geht's einfach. Ich weiß gar nicht, wo da der Fehler war. Das ist gerade mein Problem. Ich weiß nicht, wo ich da hätte dazwischen gehen sollen. Eigentlich habe ich den draußen gut abgedeckt gehabt. Klar, dass der Pass in die Mitte kommt, aber dann ging es einfach viel zu schnell. Juna mit dem dritten Tor. Mit dem dritten Saisontor und mit dem Anschlusstreffer. Und auf einmal ist hier wieder Hoffnung drin für die Berliner, die hier wirklich mit dem ersten Torschuss irgendwie das Ding reingemacht haben. Gut, es war ein schönes Ding, da kann man nichts sagen, war gut herausgespielt. Aber trotzdem kam ein bisschen aus dem Nichts. So, ist Lewandowski. Was macht denn der da? Lewandowski, guten Morgen, Spaziergang. Und da bringt er den Ball noch rein. Also so kann man sich halt auch jede Hoffnung wieder kaputt machen. So gut das Tor von Berlin war, so grottenschlecht war diese Abwehrleistung. Was macht denn Lewandowski da mit dieser Abwehr? Der läuft und keiner geht wirklich ran und dann bringt er ihn nicht mal rein. Aber dann der Torhüter ganz, ganz unglücklich. Und Lewandowski hat den verstolpert er hier halb. Und macht ihn dann doch noch rein zum 3:1. Doppelschlag von Robert Lewandowski für die Bayern. Ja, das ist klar. Das müsste es jetzt gewesen sein. 16. Saisontreffer von Lewandowski. Wir wechseln mal ein bisschen durch. Ich will Neymar in die Mitte bringen. Aber ich war Bock mit dem jetzt mittig ein bisschen zu spielen. Sané auf dem Flügel. Dann kommt noch Coman auf dem Flügel. Und wir bringen noch Goretzka, Tumano raus. Brozovic neu auf den Platz. Goretzka hat schon gelb, da wollen wir nichts riskieren. So. Weiter geht's. Und damit geht's rein. Ja, die letzten, ich sag mal, 25 Minuten. Und es ist natürlich Neymar da noch mit vorne. Und der hat natürlich noch ein ganz anderes Tempo. Und das könnte das nächste sein. Kimmich. Und jetzt kommen die Berliner unter die Räder. Und das ist halt zu einfach. 4:1 für die Bayern. Und da hat man schon beim letzten Mal gedacht, wo sie gegen Neapel mit 3:1 verloren haben. Oh, deutet sich da was an. Aber dann heute so eine Leistung. Neymar macht das brillant, hat das Auge für Kimmich. Und Kimmich lässt Schwolow herzlich keine Chance. Ja, 4:1 für die Bayern. Nachdem der Hoffnungsschimmer aus dem Nichts für Berlin kam mit dem 1:2 Treffer. Jetzt die Bayern eiskalt. Kimmich mit seinem ersten Tor in dieser Saison, 66. Minute. So, das müsste die Entscheidung gewesen sein. Die Bayern, ja, haben dann doch mal wirklich knallhart zugelangt. 63. und 66. Minute, die Tore Nummer 3 und 4 für die Bayern. Ja, Berlin, muss man sagen, die haben heute halt echt ein blödes Ding erwischt, weil Bayern halt echt, wie gesagt, normal sind die ein bisschen taktischer unterwegs und warten mehr ab. Aber die schmettern ja heute voll drauf los. Aber jetzt kommt mal die Hertha mal wieder. Über Juna, den Torschütz. Mukiele dazwischen. Und jetzt wird es natürlich sofort wieder gefällt. Kingsley kommt auch frisch auf den Platz. Und der kontert jetzt die ganze Mannschaft. Klar, das ist halt eine andere Welt, wenn man einen frischen Coman bringen kann. Und dann macht er ihn nicht. Und dann macht er ihn nicht. Piatek geht runter und ich bin ein bisschen sprachlos, dass der nicht reinging. So, Ecke von Kimmich. Bringt erstmal nichts ein. Sané legt ab zu Brozovic. Brozovic zieht nochmal zurück. Und ganz unten Kingsley Coman, der gerade diese Riesenchance liegen gelassen hat. Da komme ich immer noch nicht ganz drauf. Klasse, Coman. Wie schnell der Junge ist. Wie schnell dieser Junge ist. Und die Bayern machen immer noch nicht das Fünfte. Aber nochmal Lewandowski. Sané. Endlich. Die Bayern wollen es heute aber auch. Da ist so ein Wille dahinter. Da wird der Rebound vom Rebound vom Rebound wird dann reingemacht. Hier sehen wir's. Der Wahnsinn. Wahnsinn. Die Bayern versuchen alles, als würde es hier und heute ums Champions League Finale gehen. Aber die wuchten heute so drauf los. Und Sané da mit dem Kopf. Schwolow wieder ohne Chance. 5:1 für die Bayern. Leroy Sané mit seinem 6. Saisontreffer. Ja, Berlin kommt heute unter die Räder. Das hat man nicht so erwartet.
Aber die Bayern heute einfach, ja, willensstark nennt man sowas. Wie gesagt, sie spielen fast schon so, als würde sie ums Champions League Finale gehen. Mit so viel Druck hinterm Ball. Und jetzt Kampel. Ja, will hier noch was probieren. Brozovic macht da ganz, ganz kurzen Prozess. So, schade, den bekommt Neymar leider nicht mehr. Sonst wäre hier vielleicht die nächste wilde Sause abgegangen. Und das sind natürlich Fehlpässe und Glück, dass der Brozovic den Ball da nicht weitergepasst bekommt. Und oh, Süle, das einzige Manko ist halt so ein bisschen die Abwehr. Die hat zwar nicht viel zu tun gehabt und das ist kein Elfer. Nein, 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 das ist kein Elfer. So, und jetzt die Bayern wieder und die kommen mit Tempo ab nach vorne. Da ist Brozovic und er sieht Neymar und der zieht einmal an mit dem Tempo und verliert den Ball. Schade, hätten uns ganze Sechse geschossen. So, jetzt letzten Sekunden laufen im Spiel die Bayern. Souverän und das war's. Die Bayern schlagen Hertha BSC Berlin mit einem sage und schreibe 5:1. Ja, was wollen wir sagen? Ich glaube, Hertha BSC waren nicht so schlecht. Die Bayern waren nur unglaublich druckhaft heute. Das muss man wirklich sagen. Die Bayern waren unglaublich druckhaft. Und der Sieg, ja, geht absolut zurecht an die Bayern heute. Was anderes kann man nicht sagen. Starke Leistung, Doppelschlag von Lewandowski, Goretzka, Kimmich und Sané auch noch mit Toren. Gute Leistung der Bayern, so kann es natürlich weitergehen. So wird man dann auch deutscher Meister. Und so bleibt man auch nach 15 Spielen immer noch ungeschlagen. Ja, starke Leistung. So, die Noten. Und ja, so schlecht habe ich uns eigentlich gar nicht gesehen, aber Lewandowski und Kimmich eine 10,0. Neymar nur eine 7,7. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Gut, ich mache ganz kurz das Interview und dann sehen wir uns zur Tabelle wieder. So, und da wären wir bei der Tabelle und ja, sorry, ich habe ein bisschen zu weit vorsimuliert. Tut mir leid, weil es haben schon manche Teams den 16. Spieltag gespielt. Aber wir schauen uns die Tabelle trotzdem an. Also, die Bayern auf Platz 1, 39 Punkte, Dortmund punktgleich, aber die haben schon ein Spiel mehr. Danach kommt Leverkusen, die können noch ein bisschen mithalten. Also, die haben in Anführungszeichen nur 9 Punkte Rückstand auf den BVB. Dann kommt Frankfurt, Freiburg, Leipzig, wobei Frankfurt kann auch noch auf 30 Punkte hochziehen. Genau, und dann geht es so runter, hat der BSC Berlin 19 Punkte und ja, ganz unten der FCA mittlerweile, Werder Bremen und Düsseldorf alle 10 Punkte, aber da ist alles so eng zusammen. Wobei auf Platz 14 der HSV hat schon ein bisschen Abstand gewonnen. Gut, das war es soweit. Beim nächsten Mal geht es dann gegen Werder Bremen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen an dieser Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt am Ball, bis zum nächsten Mal. Ciao.